Die erste große Maßnahme wird der Bundeshaushalt 2018 sein. Der wird gleich Anfang Mai im Bundeskabinett verabschiedet und wird dann in einer konzentrierten Arbeit vor der Sommerpause in zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag beschlossen, weil er ist die Grundlage für eine ganze Reihe von Programmen und Vorhaben, die wir umsetzen wollen. Dann ist es der Wunsch der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, dass wir sofort mit dem Baukindergeld starten. Wir haben eine Fülle von Anfragen junger Familien, die jetzt Bauanträge gestellt haben, schon im Frühjahr, und die jetzt ihr Bauvorhaben verwirklichen wollen. Wann das kommt, ob sie noch dabei sind oder ab wann das gilt. Das heißt also, dieses Thema Baukindergeld muss ganz schnell vorangebracht werden. Wir wollen dann auch, dass wir bei der Pflege eine klare Botschaft setzen können, dass auch die Pflege notwendigen Gesetze vorangebracht werden. Und dann haben wir natürlich noch das wichtige Gesetz Familiennachzug bei subsidiär Geschützten, den wir ja zusammen mit dem Koalitionspartner weiter ausgesetzt haben, aber wo jetzt nun eine endgültige gesetzliche Regelung kommen muss, die auch bis Ende Juni in Kraft gesetzt sein muss.